Du findest das Testament des Schrottsammlers. Er hat seinen Besitz dem anderen toten Schrottsammler vermacht, den du gefunden hast. Dara'ala ist sicher sehr an den Leichen und dem Testament des Schrottsammlers. Du kannst das Testament manipulieren und auf dich umschreiben. Warum nicht? Dieses Datapad enthält das Testament des toten Schrottsammlers. Es ist voller Rechtschreibfehler und besagte ursprünglich, dass sein Besitz nach seinem Tod an den anderen Schrottsammler gehen soll, der sich mit ihm in die Keller gewagt hat. Aber wie es der Zufall will, bist neuerdings du der Erbe. Ach, so ein Glück ist das aber auch. Wir haben uns kurz gekannt. Wir kannten uns vom Fußballverein, den FC. Dentuin Football Class. Und ja, wir waren ziemlich gute Freunde. Haben eine Meisterschaft hinter uns gehabt. Champions League haben wir zusammen gewonnen und ja. Okay, ich sollte mich lieber heilen statt irgendeinen Schwachsinn. Ja, ich trainiere mich wunderbar. Macht ihr mal, ich heile uns. Hey du Mistvieh. So ist es. Misserfolg, ey. Mich hält hier nichts auf. Ja? Ich bin die absolute Nummer 1 hier. Bam! Alter, haben wir das Ding weggesnackt. Das sieht aus wie ein Gebiet der Landa Turiana, wie die auch heißen. Wie dem auch sei, was ist das denn hier? Wir machen voll viele Schalter hier rein. Voll sicher ist das. Ich wette, das war so ein Aufgabenspiel. Aktiviere die Schalter der Reihe nach. Das ist merkwürdig. Was habt ihr hier zu verbergen? Okay. Danische Klinge hört sich schon mal sehr exotisch an. Verbessertes. Oh ja. Danke, danke, danke. Ich brauche Medikits. Medikits sind immer gut. Medikits, Medikits. Bitte noch eins. Okay, gut. Ich glaube, der am besten geheilt werden kann von uns, ist unser kleiner Druidenfreund. Kann das sein? So, wir haben uns eigentlich hier ganz gut durchgeschnetzelt, dafür, dass hier viele Leute gestorben sind. Okay, bevor wir uns dahin bewegen, gehen wir nochmal zurück, ganz zurück, und holen den einen Typen da aus dem Raum raus, weil die Umgebung ist jetzt frei. Jetzt geht er den ganzen Weg zurück. Ja, das geht aber schnell. Man sieht ja, die ganzen Räume sind jetzt hier offen. Boah, aber diese Ruinen, ne? Die sind ja mega groß hier. Hallo? Keine Ahnung, was mit denen los ist. Die haben wohl keinen Bock mehr, mit mir rumzuhängen. Die fühlen sich immer wie was Besseres, ne? Also. Ach, da seid ihr ja.
Na, was habt ihr zwei getrieben, hm? M3T4, hast du deine Fantasien ausgelassen oder was? Du kleiner Lüstling. Nein. Wie gesagt, am liebsten ist mir immer dieser kleine Druide. Unser kleiner Hilfs-Sheriff. Jo, 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 jo. Halt. Wie weit ist denn der Weg noch? Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Wir müssen doch bald da sein, wir müssen doch bald da sein. Tralala, tralala. Ist ja fast wie der Schlangenpfad wie bei Dragon Ball. Son Goku ist jetzt seit 1500 Folgen auf dem Weg zurück ins Diesseits, um seine Freunde beim Kampf gegen die Saiyajin zu helfen. Jedoch wurde er 1000-mal aufgehalten von Babididi Badidibu und seiner treuen Kuh. Yeah. Hallo, 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 hey. Seid ihr das? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Ist es schon sicher? Ja, klar. Ja, ja, der bin ich. Ich habe die Tür hier abgesperrt. Ach ja. Das könnte ich. Aber solange diese Biester noch da draußen sind, bleibe ich hier. Dann müsst ihr ein verdammt guter Blasterschütze sein. Moment, ich habe die Tür ein bisschen verklemmt. Geht bloß nicht weg. Danke für die Rettung. Ich dachte schon, die Lagrex würden mich fressen. Oh, was weiß ich denn von Feuchtigkeitsvaporatoren? Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht weiß, ob er funktioniert. Ach so, das ist der Kerl. Aha. Hey, können wir bitte später darüber reden, wenn wir nicht Gefahr laufen, von Lagrex gefressen zu werden? Na. Tut mir leid, ich muss gehen. Ihr findet mich im Lager der Schrottsammler. Gut. Aber wir haben noch eine Rechnung offen. Guck mal, und dann lässt er hier alle... Unglaublich. Gut. Haben wir diesen Feigling gestellt. Vielleicht wird er doch noch aufgefressen. Dann hat sich die Sache vorbei. Er schuldet einen was noch, glaube ich. Gut, dann gucken wir jetzt mal, was es mit dieser Horde da auf sich hat. Die sehen gerade nicht sehr freundlich aus. Es könnten feindgesonnene Söldner sein. Aber egal, ich habe meine Crew und wir werden nicht scheitern. Denn wir sind die Revengers. Ja. Verwandt mit den Avengers, aber nur unglaublicher. Aha. Und ihr wisst, die Dienerin ist in Wirklichkeit Hulk. Mhm. Hulkin. Oder wie auch nennen, wie man die weibliche Variation nennt. Hulkin. Mein Name ist Hulkin. Man nennt mich auch der grüne Schrank. Der grüne Kleiderschrank. Passt besser. So, dann wollen wir mal gucken, what's losies in the hood. In der Hut. Robert Hut. Tut ihm gut. Er tat, was ein Mann tat. In der Abwehr tut oder so. Hey, ihr. Habt euch den Gefahren der Katakomben gestellt, ja? Bringt ihr viele Geschichten und Artefakte mit? Wenn das kein Zufall ist. Jetzt kriege ich nicht nur mehr Beute, sondern auch ein fettes Kopfgeld. Macht es mir nicht unnötig schwer, dann verspreche ich euch einen schnellen Tod. Na, da hat aber jemand eine große Klappe. Verhandelt wird nicht. Ich habe eine Abmachung mit einigen sehr ungeduldigen Leuten. Gefährlichen Leuten.
Und jetzt kämpfen wir, Jedi. Woher weißt du, dass ich ein Jedi bin? Egal. So. Ja, das ist für euch. Ihr werdet sterben, alle. Alter, voll das Gemetzel. Was ist denn hier los? Lasst uns trainieren. Burn, bitch. Alter, der Druide hat die Beine weggefetzt. Sehr gut, M3T4. Sehr gut. Alter, was haben die denn? Hör damit. Ihr kleinen Penner. Der Druide hat euch zerfetzt, ey. Sehr gut, Alter. Ich bin so stolz auf den Kleinen. Unser kleiner Druide. Es war eine gute Idee, ihn mitzunehmen. Allein sein Flammenwerfer, Alter, der hat ihn geröstet. Ich sag ja, wir sind die Revengers, ne? Und M3T4 ist in Wirklichkeit Wolverine, ja? Ja, nee, da will ich nicht lang. Alter Kleiner, du hast uns echt den Allerwertesten gerettet. Waren wir hier schon? Ich glaube ja. Ja, waren wir. Achso, das ist der. Achso, wo kommen denn plötzlich diese komischen Typen her? Nun gut, dann auf zum Hof der Enklave. Sind wir hier etwa fertig? Wir sind tatsächlich hier fertig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah ne, da... Spiel! So, ich glaube, jetzt müssen wir nur... Ja, das ist auch nicht sehr viel. Dann sind wir... Ich dachte schon, diese Ruinen werden 1000 Parts dauern. Aber diese Giftbombe, die hat ja echt wirklich... Die war ja Gold wert. Ja, die nehme ich gerne mit. Granaten sind immer gut. Die machen immer so schön Boom und so. Ich gehe erstmal hier rein. Ach, guck mal, wer sich da versteckt hat. So. Ja, tun wir ja. Ja, das war...
Das war ja meine Herausforderung, du. Und da wartet jetzt ein Jedi, oder was? Nee, tut er nicht, sondern... Oh. Ich glaube, den lege ich mir mal an, diesen Kriegsanzug. Zabra Kampfanzug. Probe eines Mutaki-Schülers. Kann ich sagen. Stärke, Ausrüstung. Ne? Rüstungskenntnis leicht, Defensivbonus. Oh, und Zabrak? Ich nehme den ja. Je nachdem, wie er jetzt aussieht. Achso, das ist dieser gelbe Deathpunk-Anzug. Gut, dann sind wir hier fertig, ne? Tatsächlich. Also ich kann verstehen, dass hier einige ihr Leben verloren haben durch diese Biester. Gut, und im nächsten Part machen wir uns dann wieder zurück in Richtung Hauptstadt oder so und werden wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, diesen Planeten dann wieder verlassen. Bis zum nächsten Mal und ciao!